Hallo und herzlich willkommen zu Endless Legend mit den Wild Walkers. In der letzten Episode habe ich den eine Stadt weggenommen und mich an die zweite begeben und herausgefunden, warum ich die hier in der Mitte nicht einnehmen konnte. Der Plan ist jetzt, mir zu schnappen, was hier steht. Meine Dredges sehen nicht so gut aus, aber ich habe das Gefühl, dass die nicht so viel an Miliz hier drin haben. Das heißt, ich versuch's mal. Jetzt kann ich tatsächlich auch eine Siege veranstalten. Aber ich möchte ja die Population nicht reduzieren. Die möchte ich ja übernehmen. Eigentlich. AI-Killer Resistant 2. Wow. AI-Killer Initiative 2. Und Militia. Die haben schon gute Namen. Das kann ich nicht anders sagen. Vielleicht hätte ich aus einer anderen Richtung kommen sollen. Die haben jetzt den Highground, aber dafür stehe ich im Wald. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der Wald für mich ganz super. Die sind auch nicht so schnell. Oh, ready. Ist das die Militia? Nein, das ist Killer Resistant. Launch. Dann kommt mal her. Ach, crap, die können natürlich da noch angreifen und ich hab's nicht gesehen. Na gut, können sie nicht. Hervorragend. Da hast du auch mehr Glück als Verstand. Ich verstehe nicht, was diese vier hier bedeutet. Sind das extra Hitpoints? Oh, jetzt kann ich so Sachen gucken. Cavalry Units. Ich habe noch keine Cavalry Units gesehen in dem ganzen Spiel. Ach doch, natürlich, diese Zentauren. Läuft ganz gut bis jetzt. Wenn das so weitergeht, komme ich da ohne Verluste durch. Ja. Da komme ich ohne Verluste durch. Hervorragend. Noch eine Stadt. So langsam dürfte ich Probleme mit ja, dem Approval bekommen. Aber ich forsche da ja irgendwann mal dran. Eins, zwei, drei. Nö. Gut. Jetzt mal gucken, ob ich ob mir die Forschung für diverse. Ich habe ja keine Luxury Resources mehr. Brauche ich dafür diese Forschung? Ah nein, das ist für den Marketplace. Ich hatte doch vorhin hier eine Forschung drin. Oh. Ich glaube, ich forsche. Okay. Okay. Forsche das. Wie 0%. Crap. Aber das ist schön, dass ich hier einfach Sachen wieder so rausnehmen kann. Und dann forsche ich das. Was ist das denn? Eine Fischfarm. Ah, ist nicht an einem Fluss, dafür muss ich an der Küste sitzen, das tue ich nicht. Dann. Oh, das klingt ganz gut. Was ist das? Frieden schließen?
Nee. Niemand will das. Okay. Ich glaube, ich heile ein bisschen und dann werde ich da mal angreifen. Oh, gehört das mir? Das gehört mir. Sehr gut. Ich wollte ja hier noch ein bisschen aufräumen. Attack. Naja, und aufklären natürlich. Ich habe ja jetzt gelernt, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, rechtzeitig aufzuklären. Show Location. Da ist ein bisschen Wald, was ich dazwischen bringen kann, aber nicht genug. Ich habe natürlich den Higher Ground dann. Wenn ich mich ganz ans Ende bewege hier hinten, könnte es passen. Ich kann mich nicht zurückziehen, wenn ich selber angegriffen habe. Das hätte ich also vorher wissen müssen. Gut. Ready to fight. Ja. Machen wir das mal so. Dredges vorne als Kanonenfutter. Ach, dass ich immer zweimal klicken muss. Ich habe nämlich natürlich mal wieder vergessen, dass die in einem Zug an meine Dredges rankommen können. Gebounced. Ja, das ist jetzt nicht gut. Ich glaube, danach muss ich nach Hause und Einheiten auffüllen. Okay. Jetzt gebe ich mal besser Befehle. Mal gucken, ob das passt. Ja, die muss ich jetzt beide in einer Runde kaputt kriegen. Gucken wir doch mal, ob das klappt. Ach, wahrscheinlich. Wer braucht schon Nahkämpfer? Obwohl die verdammt große Äxte in der Hand haben. Was kann ich hier denn gebrauchen? Lumber Mills. Industry. Warum kann ich das nicht kaufen? Weil ich kein Gold habe. Spice Extractor. Okay. Danach dürfte ich dann wahrscheinlich auch die Dings erfüllt haben, diese eine Quest. Dieses Loch hier ärgert mich sehr. Ich meine, klar, mit drei Siedlern könnte ich das einfach beheben. Ha. Das braucht ja noch eine Weile hier. Das heißt, da brauche ich gar nicht anfangen, Einheiten zu bauen.
Ich frage es natürlich, wie sinnvoll es ist, mit meiner angeschlagenen Truppe hier unten rumzurennen. Glass Steel. Ach, da habe ich genug von. Aber hatte ich nicht eine Forschung fertig, dass ich jetzt, ja. Ich habe doch besseres Kleinzeug, was ich an meine Einheiten bappen kann. Fangen wir doch mal mit den Helden an. Ich bin immer noch verwirrt. Inspect. Tier 1, Tier 1, Tier 1. Und Tier 2. Was hatte ich denn hier? Army Initiative Boost. Ja. Das und das. Ansonsten hatte ich kein Upgrade hier, oder? Nein. Apply. Ich hab's ja. Ach, da kann ich's nicht machen, weil die nicht auf meinem Gebiet steht. Ja. Kann ich sehen, was die hier schon gebaut haben? Wahrscheinlich. Constructible City Improvements. Ich kann nicht einfach sehen, was in dieser Stadt schon gebaut ist an Improvements. Na gut. Gehe ich nach Hause. Was? Also unendlich ist ganz schön lange, muss ich sagen. Ach, weil meine Garnison voll ist. Dann greifen wir doch mal die hier oben an. Ich mag sowieso nicht, wie die über mein Land laufen und an meinen Städten rumstehen. Hier könnte ich auch mal was bauen, tatsächlich. Ja, hier steht keiner auf Production. Viel besser. Dauert dann schon eine Weile, bis ich hier fertig bin. Aber das ist okay. End turn. Wieso sind das plötzlich 6 geworden? Die ziehen tatsächlich vor meiner Stadt ihre Einheiten zusammen. Wow! Ich habe hier ein Viertel. Gut, ready to fight. Die Frage, die ich mir stelle, ist, geht es jetzt um die Stadt oder nicht? Wie schnell bewegen die sich denn? Speed 2. Dann halte ich mich hier mal zurück. Ich weiß nicht, was der kann. Ich habe den überhaupt nicht upgradet und nichts. Targeting? Freu nicht. Launch. Okay, das läuft richtig mies. Mach ja überhaupt keinen Schaden bei denen.
Au, Backe. Was ist eigentlich mit dem? Kann ich zum Beispiel sagen, die nehme ich als Target und gucke, was passiert. Oh, das läuft nicht gut. Das läuft gar nicht gut. Jetzt habe ich die gebufft mit... keine Ahnung. Kann ich mich auch selber buffen? Kann ich die debuffen? Ja. Gucken wir doch mal, was passiert. Ich hätte nicht gedacht, dass die so stark sind. Die haben ja nicht mal einen Helden dabei. Und ich hätte sie wirklich früher abfangen sollen, als es noch so Zweier- und Dreier-Trupps waren. Das war auch eine echte Fehlentscheidung, den Stack da nicht vollkommen auszuschalten. Ach, das ist meine Miliz. Guck mal. Die habe ich ganz vergessen. Dann buff ich da mal in der Gegend rum. Ich stehe hier auch auf dem niedrigeren Grund, was nicht so schön ist. Wow, ge-one-hitted. Haben die mich angegriffen? Gibt's hier einen Retreat-Button? Kann ich immer noch fliehen? Naja, zwei Stacks habe ich erledigt. Retreat. Komm schon, da ist doch irgendwo ein Button für bestimmt. Nein. Gut. Schade. Das hätte ich mir eher überlegen müssen. Haben die da gerade keinen Schaden von bekommen? Das macht mich ein bisschen traurig jetzt. Debuff Immunity. Okay, Disease Immunity, Warrior Slayer, Block. Plus 4 Defense when attacked. Ich verstehe das Problem nicht. Gucken wir nochmal. War wahrscheinlich eine dumme Idee. Ja. Aber eine wahnsinnig dumme Idee.
Jetzt lernen wir wieder, wie man eine Armee im Krieg verliert. Ich weiß halt auch nicht, mit was ich denen begegnen soll. Was? Ist das vorbei? Gehen die? Warum können die einfach so gehen? Was ist da passiert? Gut, ein Hain. Den baue ich gerade. Vielleicht sollte ich ihn editieren. Dumm, dumm. Da soll ich auch vernünftige Ausrüstung bekommen. Was ist denn das? Claws. Battle Axe. Claws, Titanium. Wolverine. Ich weiß nicht, was ich hier nehmen soll. Forest Rage. Oh. Okay, und dann kriegt er hier noch irgendwie so ein Klimbim-Ding. Ich das hier mal rüberziehe. Sharp Senses. Nein. Gegen Ranged Attack brauche ich nichts. Confidence. Ja, viel besser. Das sind Nahkampfeinheiten. Apply. Und, toll. Retrofit. Yes. Ja, den hätte ich eben auch nicht abbrechen sollen, sondern dann retrofitten. Das kostet genau das gleiche. Gut, dann habe ich die hier in der Garnison stehen. Baue nach. Hier baue ich auch nach. Meine Heldin ist unterwegs. Wird wahrscheinlich unterwegs abgefangen werden. Oh, wie sie gerade durch die Gegend geglitten ist, ohne ihre Beine zu bewegen. Hervorragend. And can represent a threat. Ja, wenn ich das wüsste. Ja. Spice ist damit inbegriffen, oder? Ach, das soll ich ja auch noch machen. Temple Ruins with an army led by a Wild Walker's Hero. Ja, das ist ja nur die andere ist ja kein Wild Walker's Hero. Ach so, okay. Gut. Gucken wir, was passiert. Oh, ich werde hier nicht angegriffen. Doch, natürlich. Mit Verstärkung. Knallen muss es. Ready. Launch. Ich stehe hier ganz gut. Die müssen hier ein bisschen niedriger, wenn sie zu mir rüber wollen. Dann kriege ich Boni auf die Angriffe. Oh, und die buffen sich gegenseitig. Und da kommen noch mehr. Hervorragend. Einer fehlt doch noch. Achso. Launch.
Läuft gut, läuft gut. So für eine einzelne Einheit sind die schon eine Bedrohung in so Massen, aber plus null, die heilen sich, obwohl sie keinen Schaden haben. Ja. Ich weiß auch nicht, warum die da hinten stehen bleibt und so aufgeregt mit ihren Vorderbeinen zittert. Ich weiß außerdem nicht, warum die Dryder heißen. Dryder sind eigentlich aus D&D, eine Mischung aus Drow und Spider, aber irgendwie sehe ich hier keine Drow. Ach komm schon. Ja. Macht die da oben was, wenn sie keine Kumpels mehr hat, oder wie sieht das aus? Muss ich da hinlaufen? Niemand bufft dich. Juhu. Du buffst dich selbst. Gut. Hinder. Das war ein Critical. Okay. Hero Level Up. High Protector Toth. Bist du das? Ja. Dann verteilen wir doch mal so einen Punkt. Wie ist das hier? Hast du mal so Punkte zum Verteilen übrig? Nee. Welchen Level hast du denn? 8. Ich habe gehört, 9 sei Maximum. Stand in den Patch Notes. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur für Einheiten oder auch für Helden gilt. Diplomatic Offer Proposed Truce. Und dafür You will trade. Nein, ich gebe denen gar nichts. Refuse. Ah, dann werde ich jetzt was sehr Dummes tun. Ach, das sind ja sogar alles Fernkämpfer. Hm, jetzt kann ich nicht mehr wegrennen. Ich sag dir etwas sehr Dummes. Na gut, die müssen durch den Wald und das ist ja eher mein Zuhause. Ich habe hier Higher Ground. Kann ganz gut laufen. Launch. Ach, den hättest du ruhig one-hitten können. Na gut, Two hinten ist auch in Ordnung. Genau so. Huhu. Wer ist denn das da hinten? Ist meine Miliz? Ist wahrscheinlich meine Miliz. Ja, das ist meine Miliz. Ich kann ja jetzt keine Befehle mehr geben. Na gut.
Gut, dann mache ich das so. Da, da und da. Und meine Bogenschützen feuern selbsttätig. Mutually assured destruction. Gut. Wenn ich den Stack da hinten noch kriege, sind meine, ach, das sind ja Fernkämpfer. Ich vergesse immer, dass das Fernkämpfer sind. Naja, komm. Dafür, dass da neun Biester drin sind, ist das aber wirklich okay, was hier gerade passiert. Ich muss immer noch sagen, dass ich das Kampfsystem großartig finde. Also wirklich, wirklich großartig. Auch wenn ich immer noch nicht genau weiß, wie sich die Werte Attack und Crit zueinander verhalten. Oh nö. Fast in Sicherheit gebracht. Fast. Ich sagte ja in der ersten oder zweiten Episode, dass ich es großartig finde, dass man in 4X-Spielen anfangs nicht viel zu tun hat, sondern eigentlich immer nur auf weiter und weiter und weiter klickt. Ich muss aber sagen, gerade in Kriegsphasen ziehen sich diese Spiele ziemlich, weil so ein Gefecht dauert halt wirklich ewig hier. Wie man diese Runde gut gesehen hat. Ich hatte einige Gefechte und die halbe Stunde, die ich so als Richtwert für Titanium. So als Richtwert für eine Episode gewählt habe, ist schon wieder um. Die sind nicht mehr belagert. Wo ist eigentlich die Stadt, die hier mal war? Hier war doch mal eine. Naja. Jedenfalls werde ich dann diese Episode wieder beenden und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr liken und abonnieren und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!